So. Oh. Das Land der schlafenden Sterne liegt am Ende dieser Höhle. Irgendzola, der grabende König. Okay. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Was? Oh! Hi! Ein Bohnenkeks! Yay! Bohnenkeks! Bohnenkekse machen? Fragezeichen. Ich hab's vergessen. Warte mal. Bohnenkekse machen? Bohnenkekse. Verwende einen Bohnenkeks auf Meister Macadamia, das gibt Erfahrungspunkte. Ach ja, genau, Meister Macadamia. Den werden wir noch kennenlernen. Okay, ich glaube... Ach, hier war ja das Tor. Ach, guck, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da oben ist der Turm und man hört gar nichts mehr. Vielleicht, weil der Wind weg ist. Ah, jetzt ist wieder ein Weg da. So, dann gehen wir mal zum Land der schlafenden Sterne. Hier jetzt auch noch runter? Eis auch ein Tor, okay. Auf in die Höhle! So. Wir sind über diese Leitung. Oh, hi! Ein Brownie! Ich bin ein Brownie. Ich züchte hier Rettige. Alle Rettige sind durch ein riesiges Wurzelnetz miteinander verbunden. Darum wissen wir so viel. Seht ihr diese Höhle? Die Brownies müssen schätzungsweise 3 Berge stapeln, um sie zu bauen. Wow. Hey, ich will euch über... Oh nein, das weiß ich schon. Ja, Tipp im richtigen Moment, genau. Blockreflex kenne ich auch. Wenn ich im richtigen Moment auf den Charakter tappe, dann, ja, bekomme ich weniger Schaden. Okay. Wow, das Ding ist ja riesig. Hey, Juf, das sieht ja wie eine Windmühle aus, oder nicht? Aber was macht ihr in der Höhle? Hier gibt es keinen Wind. Da hast du recht, das ist ein wenig unlogisch. Das System scheint dafür gedacht sein, Energie in die Ruine zu transportieren. Ach so, eine alte Maschine oder so. Also die Windmühle erzeugt Energie und die wird dann weiter in die Ruine transportiert. Ich könnte schwören, dass es eine riesige Windmühle ist. Und sie sieht noch größer aus als unsere Schule zu Hause. Aber das ist so dämlich. Warum sollte man eine unterirdische Windmühle bauen? Hier gibt es sogar keinen Wind. Ja, Lassie, das stimmt. Aber wir könnten ja für ein wenig Wind sorgen. Höre mich, Wind. Höre meinen Ruf. Ätherische Tänzer, Wolkenschöpfer, flüstere am Firmament. Erhöre mein Flehen und entsende deinen Sturm. Das ist so schön. Ich liebe das. Es ist so süß! Oh mein Gott! Oh, wie hübsch! Yay! Ich muss eben kurz da sein und der Musik lauschen. Das ist schön. Oh. Ich liebe dieses Teil. Es ist so wunderschön. Und jetzt blinkt alles und leuchtet. Wunderschön. Der Bildschirm leuchtet. Schreibt irgendetwas und geht wieder aus und wieder an.
Und natürlich die Kabel hier läuft jetzt Energie durch. Auf geht's. Die schlafenden Sterne sind erwacht. Jetzt können wir einfach dem Kabel folgen und zur Ruine gehen. Okay, wenn das Tor offen wäre. Naja. Aber sonst könnten wir eigentlich Ah! Noch mehr Roboter! Eindringlinge geordnet. Eliminierungsroutine eingeleitet. Eliminierung ist bei euch Routine? Was? Warum ist das Routine? Okay, also Roboter, diese Roboter töten gerne Leute oder eliminieren sie, besser gesagt. Das finde ich nicht in Ordnung. Dafür verdient ihr echt einen auf die Glocke. So. Hast du jetzt davon? Yeah. Okay, weiter geht's. Uns werden hier keine Roboter eliminieren. Na. Eindringlinge geordnet. Eliminieren. Ich hab doch gesagt, nicht! Na. Meine lieben Freunde, was habt ihr nur? Wir sind einfach ganz normale Zauberer, die einfach mal rumlaufen. Ihr habt euch sogar Energie gegeben. Eure Rakete läuft wegen uns wieder. Aber ihr wollt uns töten? Ich finde eure Logik nicht in Ordnung, meine lieben Freunde. Nein. Verdammt! Haha. Mein lieber Freund. Höre meinem Wind. Lausche auf die Klänge. Und tschüss. So. Da. Eindringlinge ordnen. Reinigen und desinfizieren. Was? Warum wollt ihr uns reinigen und desinfizieren? Nein. Ich bin sauber. Ich habe zwar eine ganze... Okay, ich war im Untergrund und bin bestimmt voll mit Modder und Dreck und Staub, aber nein, will ich desinfiziert werden. Vielleicht will ich baden, aber nicht bei euch. So, jetzt aber, komm. Komm. Ja. Ich mache alle Roboter platt. Und sie haben netterweise einfach das Tor geöffnet. Das finde ich toll. Auf geht's. Hier ist noch unser Heilomat. Den benutze ich jetzt gleich einmal. So. Alle KP und MP wurden wieder aufgefüllt. Juhu. Einmal speichern. Level 6 sind wir schon. Nicht schlecht. Auf geht's. Oh. Da lang will ich. Ah, hier ist das Kabel. Oh, jetzt leuchtet alles. Schön. Oh. Roboter T2265. Eindringling geordnet. Eliminieren. Das hatten wir doch schon, Leute. Da ihr zu einem Event gehört, meine lieben Freunde, lasse ich euch einfach drin. Genau wie die anderen davor. Also die Roboter, die uns gerade angegriffen haben, die lasse ich einfach drin, weil sie zu diesem Event gehörten. Außerdem waren die beiden Kämpfe gerade wirklich mega kurz. So. Oh. Nein. Mist. Okay. Ey. Ach, geschafft. Okay. Auf den da. So, ein wenig Wind. Ein wenig Licht. Wir haben so spät in der Nacht. Ich gebe euch mal ein bisschen Licht, ne? Ich glaube, das wird euch bestimmt gefallen.
Okay, mein Freund. Ich hab was für dich. Bitteschön. Ist einfach weggegangen. Wollte mein Geschenk nicht. Oh, yeah. Die Lichter sind an. Die Windmühle muss diesen Ort mit Strom versorgen. Und jetzt laufen diese ganzen super Roboter einfach hier überall rum. Weil ich jetzt einfach mal die berühre. Alle den geordnet gegnerische Knochen brechen. Der ist cool. Aber es ist immer nur einer. Ich bekämpfe die immer aus Spaß. Wow. Der ist was stärker. Der ist definitiv stärker als die anderen. Er hat meine Attacke überstanden. Und diese auch. Oh mein Gott. So, jetzt ist für dich. Jetzt ist was los, oder? Komm. Komm. Tu mir den Gefallen. Danke. So, ich will euch mal schon ansprechen. Ich will eure Texte hören. Ich finde das lustig. Hallo. Eindringling. Oh, du bist nur mal. Wie langweilig. So. Was sagt der Nächste? Mal sehen. Hallo, mein Freund. Eindringling geordnet. Gesichtsquetschprotokoll starten. Cool. Gesichtsquetschprotokoll. Und der Nächste. Eindringling geordnet. Virus desinfizieren. Achso, wir sind Virus. So. Ein Momentchen. Ich gehe mal eben kurz zurück und heile mich, ne? Bin gleich wieder da. Warte kurz. Tschüss. So, ich war gerade mal eben kurz beim Heilomaten und die ganzen Roboter sind wieder da. Jetzt muss ich mich eben an denen vorbeiquetschen. Ist leichter gesagt. Ah! Ja, ich hab's geschafft. Ich wollte sagen, was leichter gesagt als getan ist, aber ich hab's dann schon geschafft. Oh, oh, das wird schwer. Also aufpassen, Leute. Juf! Sieh nur, da ist wieder dieser rote Roboter. Wenn du sterbst, zählt er uns an den Ohren hier raus. Aber ich verstehe es nicht ganz. Warum sollte er uns eigentlich rausziehen? Ich denke, er würde uns eher versuchen einzusperren, oder nicht? Ah, weg, geh weg, geh weg. Okay. Also eigentlich waren wir im Gefängnis drin, also egal. Oh, da ist unser Freund. Den kennen wir doch noch. Ich glaube, der mag uns. Also, er hat bestimmt wunderbare Erinnerungen an uns. Hey, mein Freund. Oh. Ah, da eine Sirene. Habt ihr gehört? Sie war normal. So hört sich wirklich an. Einer den geordnet. Eliminieren, eliminieren. Hi. So, unser erster. Naja, erster Bosskampf, keine Ahnung. Ja, nicht genau. Egal. Wir kämpfen mal wieder gegen unseren Freund, den Roboter. Mist. Erster Bosskampf wäre ja die Ameisenkönigin gewesen. Also, stimmt das nicht. Cool. Ey, egal, egal, egal. So. Ein Lichtkugel für dich, mein Freund. Warum spackt der Zaun immer bei Bosskämpfen ab? Kann man das jemand erklären? Ist die Musik besonders da? Okay, Achtung! Scheiße! Na komm, solange ich noch angreifen, noch meine Power habe. Jetzt mich nach, deswegen. So. Ja. Okay. Aber warum immer auf Lassie? Nein.
So. Dann hat sie zumindest volles Leben und ist nachher gleich tot. So, jetzt mal wieder auf dich. Ja. Ja, er raucht schon. Ja, einmal geschafft. Komm schon. Qualm noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Wind gefällig. So. Ja! Eine Rostschraube und 12 Erfahrungspunkte? Wow, war das wenig. Beeil dich, Yuf! Wir müssen die Rakete zum Abheben bringen, bevor noch mehr dieser Roboter-Dinger hier auftauchen. Rakete Bulette bereit zum Abschuss. Bitte Befehl eingeben. Rakete Bulette bereit zum Abschuss. Bitte Befehl eingeben. Hä? Wer ist da? Wer ist Bulette? Ah, die Stich hebt ab! Höhe steigend. Windgeschwindigkeit 3,2 Knoten. Lufttemperatur 21,2 Grad. Sichtweite 14 Kilometer. Wir heben ab in den Weltraum. Juhu! Aber wo geht's eigentlich hin?